La ciutat de Viena, el cor de l'antic imperi germànic, acull actualment la casa mare de l'Orde Teutònic. La seu dels monjos guerrers de la Creu Negra guarda els tresors i la memòria de 8 segles d'existència, des dels temps de les croades bàltiques per cristianitzar aquests territoris fins als anys de l'existència de l'estat independent i monàstic de l'Orde Teutònic. Des de la participació activa en la lluita contra l'imperi otomà fins al manteniment de la dignitat davant el mateix Adolf Hitler. Als Österreich okkupiert wurde 1938, war der erste Orden, den Hitler aufgelöst hat, der Deutsche Orden. Und genauso dann in der Tschechoslowakei 1939. Ein Volk sein! Es wird dem Hitler nachgesagt, dass er gesagt habe, der Deutsche Orden, das bin ich. Der Deutsche Orden war natürlich in krassem Gegensatz zu dieser Ideologie. Es sind eine Ordensschwester und zwei Ordensbrüder sind in Konzentrationslagern zu Tode gekommen. Beim Deutschen Orden kommt hinzu, dass unser Name natürlich sehr stark mit Preußen verbunden ist, also quasi der Wurzel des Deutschen Reiches dann. Und was vor allem auch sehr augenscheinlich ist, und man sieht das ja an unserer Kleidung auch, ist das Kreuz des Ordens, das die Vorlage gebildet hat für das Eiserne Kreuz, die militärische Auszeichnung, die dann schon im Kaiserreich und später dann auch im Nationalsozialismus verliehen wurde. Adolf Hitler es va apropiar dels seus símbols. Durant anys, els cavallers teutònics van haver de sofrir la humiliació de contemplar la seva creu negra sobre tota mena d'objectes nazis. Banderes, uniformes, condecoracions. El malson no va ser etern, però. El 1945, acabada la guerra, el govern de la República d'Àustria va invalidar les mesures nazis contra l'orde. Els teutònics havien deixat de ser militars per esdevenir un orde estrictament religiós de la mà del darrer gran mestre laic, l'arxiduc d'Àustria Eugeni d'Habsburg. Des del 1929 no s'hi creuen nous cavallers. Mit dem Ende der Monarchie, mit der Abschaffung des Adels in Österreich, hatte sich das Element des Ritters überlebt. War dem Hochmeister klar, das hat keine Zukunft. Und deshalb hat man versucht, den Orden neu zu orientieren. Gibt es wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens, die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen? Durant la segona meitat del segle XIX, l'Orde Teutònic havia reprès l'obra social com a funció fonamental i va jugar un paper hospitalari important durant la Primera Guerra Mundial. Com l'Orde de Malta o la mateixa Creu Roja, els teutònics van desplegar hospitals de campanya i ambulàncies que van mitigar el sofriment del conflicte amb l'important ajuda de les germanes de l'Orde. Also man hat vor allem im 19. Jahrhundert wieder eine sehr starke Rückbesinnung zu den Wurzeln der Hospitalität des Ordens entdeckt. Wir haben ja den Auftrag im Orden, helfen und heilen. Das heißt also, wir sind einerseits lehrend tätig, aber auch dienend, pflegend. Das heißt in den Krankenhäusern und als im Ersten Weltkrieg es nötig war, die Soldaten zu pflegen. Està documentada la presència de germanes a l'Orde durant l'edat mitjana, tot i que després van desaparèixer. El 1837 es va reinstaurar l'Institut de les Germanes a l'Orde Teutònic. Also man hat Schwestern genommen, weil sie in der Pflege tätig waren. Sie sind die führen den Haushalt. Sie sind einfach Frauen, die dann als ja Helferinnen mit hinzugenommen wurden zu den Brüdern, zu den Priesterbrüdern. Frederic, comte de Bellruc d'Isaac, va morir el 1970 i està enterrat a l'església de Santa Elisabet, de la casa mare de Viena. És l'últim cavaller d'una nissaga de gairebé 800 anys. Des del 1929, el lloc dels cavallers l'ocupen els anomenats familiars laics, que tanmateix mantenen l'esperit cavalleresc del passat. Junt amb els anomenats germans i germanes, formen les tres branques actuals de l'orde. Und die Verheirateten, die Laien, sind die Familiaren. Das sind die alten Ritter gewesen, heute sind wir Familiaren, haben aber die gleichen Ziele, helfen und heilen.
Actualment, l'orde teutònic té presència a diferents països d'Europa amb influència germànica. El miler de membres de l'orde donen suport a hospitals, escoles, instituts, residències d'ancians i disminuïts, esglésies i obres culturals.